Moin, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Jetzt sind wir hier noch stehen geblieben in diesem irgendwas, was es hier halt ist. Gut, hier ist nichts. Das Haus könnte man mieten. Das ist keine Ferienwohnung. Slowdowns, noch mehr Slowdowns. Grafikbug. Riesennugget. Ich kenne ihn noch gar nicht. Riesennugget, okay. Also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade, als ob wir die beklaut hätten. Hier oben haben wir das Riesennugget. Wow, ein großes Nugget aus Buchengoldes. Können wir jetzt vielleicht mit dem Typen nochmal sprechen, dass sonst was irgendwas gibt? Gut, hier geht's nicht weiter. Ich möchte in den zweiten Stock, aber da komme ich nicht rein. Es gibt halt bloß den einen hier. Schade, hat nichts, okay. Ach stimmt, der hat ja gesagt, aus alten Ruinen, also müssen wir nochmal ins Wüstenresort. Wüstenresort. Die wollen ja wirklich alle kämpfen. Nochmal ein Haus, was wir vermieten können oder mieten oder kaufen. Das sieht verdächtig aus. Cynthia! Huch! Da ist ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Wer hätte gedacht, dass jemand in diesem Fernland jemand begegnet, der die gleichen Augen hat wie ein gewisser Pokémon-Trainer. Ich! Sag, wie du heißt. Aha, Tee, deinen Namen werde ich merken. Ich hätte es nehmen. In Ondula gibt es doch eine Unterwasserruine, nicht wahr? Oh, okay. Und ich kann hier das Anwesen eines Bekannten als Unterkunft benutzen. Ich fände es übrigens, wenn wir uns gegeneinander anwesen. Auf diese Weise können wir nämlich uns kennenlernen. Würdest du gerne gegen. Nein. Hier vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung. Noch anders übrigens, spring mich einfach an. Ich würde mich freuen. Ja, aber nicht jetzt. Wir sind noch total underleveled. Und die hat Knackrack und so einen ganzen Scheiß auf Level 70, denke ich jetzt mal. Okay. Es ist wirklich krank, das Spiel jetzt. Jetzt ist es irgendwie richtig krank. Config, Frameskip, Limit. So. Ich wünschte, ich könnte eine halbe Stunde aufnehmen, aber das geht ja nicht. Weil YouTube sagt mir, ich darf das nicht. Unterwasserruine, okay. Cool, ein Tänzer. Hast du gerade die eine Augen auf die Leuchtschrifttafel? Da kommt nämlich wieder ein Anhalt. 2. 8. März, Theresa Sonic, Route 13 Sonic und Dula Sonic. Nachricht. Die Wellen sind so sanft, dass die Häuser sehr nah ans Meer gebaut werden können konnten. Halt! Welche Leute träumen von einem Sommerhaus in Undula? Ich will da ein Haus haben, aber ich krieg ja keins. Route 13. Unglückszahl. Also passiert hier irgendwas. Nein! Ein Driftzeppeli, ich denke auch. Screw you. Tschüss. Wisst ihr was? Doch, Training hier jetzt im Gras. Damit ihr mal sehen könnt, wie hoch die Viecher hier sind. Okay, 48 ist jetzt nicht so der Burner. Aber. Wow, bei dem anderen, da war dieses dunkle Gras und da war ein Doppelkampf. Altaria mit so einem komischen Psycho-Viech da. Es war wirklich krank. Krank war es. Das Vieh war auf Level 59, das Altaria. Es hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Tangela! Tangela! Brrr. Meine Videos dürften auch hochgeladen haben, deswegen lade ich demnächst jetzt gleich nochmal 10 Videos hoch, während ich esse und noch andere Sachen erledige. Säure. Oder Abschlag? Ich habe es nicht gelesen. Krank, krank, krank ist das. Aber hier kann man auf jeden Fall schön seine Pokémon hochtrainieren. Und das werde ich jetzt auch machen, also bis gleich. Das einzig Positive ist ja hier hinten, dass ich weiß, was für Pokémon eingewechselt werden, weil ich die Namen alle kenne. So, jetzt hier kurz down. Setzt diese eine alte Dame, die wir gerade gesehen haben.
vor der ich ins Gras gerannt bin. Palim, palim. Palim, palim. Achso, ich muss ja das Fenster erstmal wieder anklicken. Klicken. Nein, ich mache jetzt... Nein, ich hätte wechseln können. Och, Mann. Die haben das irgendwie alles verändert. Auch die Grafiken, also die Farben haben sie auch geändert. Bumm. Synchrolärm. Bumm. Palim, palim. Gisela. Gisela, Gisela. Du machst mich verrückt. Nochmal ein Tangela. Und zwar knapp auf Level 50. Wenn sie aber knapp Level 60 sind, dann hört der Spaß auf, denn das ist nämlich etwas extrem. Spastkanone. Hui, ich habe mich auf dem Boden rumgesohlt und habe dabei geklatscht. Warum ist das viel kein Tangel? Wie ist die Weiterentwicklung Tangelos, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das hier noch nie trainiert. Noch nie so wirklich. So, jetzt sind wir knapp Level 60. 3, 4. Sehr schön, jetzt geht unser Angriff auch immer schön hoch. Das heißt, dass physischer Sweeper gut funktioniert. Na, Kunibert. Ein Pokémon kommt vom malerischen Naturkulisse, da lacht das Herz. Oh ja. Alexis. Alexis, ist Alexis ein männlicher Name? Wirklich? Okay. Brrr. Gut, du bist ein Normalflugtyp, Porenta. Deswegen kann ich dich mit einem Durchbruch besiegen. Granbull ist ein Normaltyp. Ja, Bedrohung, ganz toll. Freu dich einen Keks. So, Durchbruch einmal draufhauen. Scheiße, Knirscher, nichts effektiv. Was soll der Scheiß? Top-Genesung, Alexis, setzt Top-Genesung ein. Da brechen wir mal kurz dein Genick durch. Komm schon, stirb jetzt. Danke. Was kommt jetzt? Ah, das war's schon. Okay. Ich habe jetzt aber keine Lust auf den Kampf, deswegen laufe ich hier schnell an den vorbei. Da ist ein Angler. Wo geht's hier? Ah, ein Bäumchen. Können wir mit der Schneider einmal kurz das beheben? Was hat's hier oben? Gucken wir mal. Da gucken wir mal! Es hat ein wildes Golbat, Level 48. Und wir sind jetzt... Wow, wir sind schon fast wieder ein Level up, also hier kann man wirklich sehr, sehr nice trainieren. Och nö, jetzt bin ich einmal außen. Jetzt bin ich ja einmal komplett falsch gelaufen. Schwalbenoss. Schwalboss. Ja, ja, du siehst komisch aus. Du siehst sehr, sehr komisch aus. Lass mich in Ruhe. Und runter. Und es gibt Slowdowns. Das ist eine Schirmdame. Tschüss. Wie weit komme ich denn da ins Wasser rein? Cool, du gibst uns wieder was. Was ich hier mache, ich bin in Sachen Schatzsuche unterwegs. Ja, Schatzsuche, das macht total Spaß, Wahnsinn. Küstenschale. Jetzt brauchen wir bloß einen Küsten. Na, von dem kriegen wir. Von dem können wir jetzt Küsten. Sägesand holen. Das Haus sieht ja auch geil aus. Aber es ist extrem gebaut. Ich spreche mal meine Frau an. Hm. Ach ja, so, dann kann ich die Aufnahme hier auch gleich wieder beenden. Und da ist Wasser im Berg. Und da ist ein Viech. Und dass wir sowieso nicht rankommen. Naja. Schnell vorbei. Und hier hat es einen Sandstreifen. Bist du ein Kämpfer? Hm, es regnet Briefe.
Nö. Ein Bingo. Okay, Leute. Bis dann. Adio.